Willkommen zurück bei Let's Splinter und Civilization 6. Ich bin euch noch die Planung einer Stadt schuldig. Das habe ich schon mal so ein bisschen angegangen. Ihr seht hier das Stadtzentrum, was tatsächlich nur hier zu gründen sein wird, aufgrund der Entfernung zu den anderen Feldern. Breslau gibt uns hier ein bisschen Druck, was die Siedlungsmöglichkeiten anbelangt. Der Vorteil natürlich, wir sind an einem Fluss und insofern genießen wir dann in dieser zu gründenden Stadt mehr Wohnraum. Haben hier neben dem Fluss logischerweise den Handelsbezirk, der plus 2 Nachbarschaftsbonus an Gold abgeben wird. Haben hier hinten einen Berg im dritten Ring allerdings erst mit einem angrenzenden Riff. Das ist soweit cool, weil es einen plus 3er Campus geben wird. Und wenn wir uns die Attraktivitätslinse mal kurz einschalten, sehen wir im zweiten Ring, dass hier noch ein interessantes Feld für ein Schutzgebiet ist. Theaterplatzbezirke und alles weitere, was dazu gehört, können wir zu gegebener Zeit planen. Insofern willkommen zurück zu Abraham Lincoln vom Amerikanischen Reich. Wir haben Julius Caesar kennengelernt, den wir uns nochmal genauer angucken wollen. Ich begrüße euch zur neuen Folge. Eulen der Minerva. Die Agenda von ihnen, er hasst Barbaren, mag Zivilisationen, die die Außenposten ausräumen. Das werden wir also zu beobachten haben, wenn es uns irgendwie hilft. Und wenn wir uns seine Fähigkeiten anschauen, die von ihm grundsätzliche Eigenschaft, Veni Vidi Vici, man erhält 200 Gold für die erste eroberte Stadt und 100 Gold, wenn man einen barbaren Außenposten einnimmt. Insofern wird er wahrscheinlich, wenn er Glück hat, ein bisschen in Gold schwimmen. Die Goldbeträge erhöhen sich nämlich auf 500, nachdem man Stahl erforscht hat. Ob er so weit ist, stelle ich mal in Frage. Aber das ist natürlich ein ganz netter Bonus für Julius Caesar. Wir gucken uns das an und er hat tatsächlich zumindest 275 Gold auf der hohen Kante. Wir kümmern uns aber zunächst um uns und es fehlen ja noch fünf Zivilisationen, die wir noch nicht entdeckt haben. Insofern versuchen wir mal hier Richtung Westen zu kommen. Da ist allerdings alles zu. Die Frage ist, kommen wir hier oben irgendwie durch? Nee, das ist auch alles. Ah, hier drüben ist schon Küste. Auch alles Ozeangeländefelder. Da können wir momentan noch nicht durch. Uns fehlt die Kartografie. Und insofern werden wir das sehr zeitnah angehen. Was wir angehen können, ist noch die Bewegung mit dieser Galeere hier. Und hier versuchen wir Richtung Westen zu kommen. Aber auch das scheint nicht auf direkten Wege möglich. Wir werden hier unten lang fahren. Hier ist schon wieder ein Küstenfeld und es sieht aus, als würde es hier auf die Küste zugehen. Wir gehen in die nächste Runde. Ich wünsche euch viel Spaß. Regierungsplatz ist schon in 3 Runden fertig. Hab hier relativ viele Bauernhöfe geplant für große Städte. Washington kann dadurch wachsen. Hier ist ein Wenn ich meine Dreieck. Studien neu beginnen würde, würde ich Platos Rat folgen und mit der Mathematik beginnen. Ja, und die Mathematik ist da. Das ist gut für uns. Petra als Wunder ist möglich. Tendenz Richtung nächster Siedler. Habe ich euch in den vorigen Folgen schon erklärt. Komme aber gleich gerne nochmal kurz drauf zurück. Und die Mathematik gibt uns eine Fortbewegung für die Marineeinheiten. Das genießen wir natürlich. Diplomatenviertel ist auch da als Bezirk, inklusive dem Konsulat. Diplomatische Gunst pro Delegation oder Botschaft in fremden Zivilisationen und ein Gesandter, wenn neben dem Stadtzentrum platziert, sollten wir darauf zurückgreifen zu gegebener Zeit. Petra, wie gesagt, wir gründen die Stadt hier und haben hier oben viel Produktion im Norden der Stadt, sodass wir hoffentlich dieses Wunder bauen werden können. Bleiben da an der Sache natürlich dran. Wir fahren zum Naturwunder hier oben mit diesem Bogenschützen. Und hier gehen wir jetzt tatsächlich auch ins Wasser. Und da wir hier nicht durchkommen, ist es ein bisschen schade, aber wir werden runter fahren mit der Galeere. Die muss auch ausheilen tatsächlich. Und dann haben wir zumindest die Möglichkeit, das Römische Reich einmal zu umrunden und uns anzusehen, inklusive der zusätzlichen Fortbewegung hier, was hier hinten noch auf uns wartet. Das sind Handwerker und zwei schwere Streitwagen. Die Römer relativ militärstark. Mit denen wollen wir es uns nicht verscherzen. Die sind natürlich auch nicht weit entfernt. Eulen der Minerva könnten wir tatsächlich auswählen bei den Geheimgesellschaften. Hatte ich schon erwähnt, wir könnten sofort, würde ich mal behaupten, Freundschaft schließen, weil die gleiche Geheimgesellschaft für ein mächtiges Plus an Beziehungen, sorgt. Werden wir wohl darauf zurückgreifen, wenn wir das erste Mal denunziert werden, um es ein bisschen zu kitten. Häfen brauchen wir auf jeden Fall. Insofern ist die Frage, ob wir über die Astrologie hingehen. Bauwesen für die Sägewerke und natürlich die Werkstätten. Wir bräuchten allerdings 3 Minen. 3 Minen, ich gucke mal, ob wir schon eine haben, weil 2 habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, hier ist schon mal eine. Das ist gut. Die Kupfermine. Wir werden hier unten eine Eisenmine errichten können.
Und hier natürlich in der zu gründenden Stadt. Allerdings haben wir keinen Siedler in der Pipeline, wie es so schön heißt. Und müssen drauf warten, weil ich ansonsten nirgendwo sehe, dass wir noch auf eine weitere Mine zugreifen. Oh, Moment, Jade. Wenn wir da nochmal schauen, wie das abgebaut wird. Ja, auch durch eine Mine. Jade ist hier unten das Thema. Das heißt, wir werden hier mal die Mine einzeichnen. Doppelt. Und dann hätten wir unsere drei tatsächlich für den Boost. Dafür bräuchten wir aber den Handwerker. In einer Runde. Schieben das in die Liste. 17 Runden ist relativ lang. Könnten natürlich hier schon das Eisenfeld kaufen für mehr Produktion. St. Louis ist sehr, sehr schnell sehr bevölkerungsstark und die Produktion hilft uns maßgeblich. Letzten Endes wird auch hier das Luxusgut Abalone bzw. Abalone, wahrscheinlich sage ich es einfach auf Englisch, weil es eine englische Mod ist, Abalone, als nächstes hier freigeschaltet. So jedenfalls der Automatismus. Wobei ich gerade mal schnell nachgeschaut habe. Abalone kann man auch als Abalone übersetzen. Eine Ohrschnecke, Meerschnecke, ist hier wohl die korrekte Bezeichnung in dem Zusammenhang. Aber wir bleiben dabei. Um den Boost abzugreifen, was die Ausbildung anbelangt, sollten wir einen Handwerker uns holen. Und deswegen gehen wir zuerst hier drauf, dann auf die Ausbildung als nächstes. Und bis dahin sollten wir den Handwerker dann hoffentlich haben. Vielleicht kaufen wir ihn uns auch. Kostet allerdings 260. Das sind noch ein paar Runden hin. Breslau, wie gesagt, sehr stark mit den gesamten Ein Arzt Schwertkämpfern. ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Die Forschung ist abgeschlossen. Wir kommen relativ bald hier Richtung Verteidigungstaktiken. Ohne Geschichtsaufzeichnung. Ist auch in der Runde fertig. Das heißt, es gibt zwei Gouverneurtitel. Und dann nehmen wir doch beide einfach mal mit. Hatten wir uns schon, glaube ich, knapp verkalkuliert, weil noch einer frei ist. Geht's hier oben weiter? Nein, geht's nicht. Wir kommen hier nirgendwo durch. Das heißt, wir gucken erstmal hier unten mit dem Krieger, der natürlich nicht die zusätzliche Bewegung und Fortbewegung hat. Boah, wir kommen hier nicht durch, das gibt's nicht. Die Einheit geht hier rüber. Ich hoffe, dass es hier unten einen Durchgang gibt. Ansonsten sind wir sehr lange auf dieser Seite gefangen. Hier oben kamen wir ja auch nicht durch, weil Kumasi schon breit genug ist, um dieses Ozeanfeld hier als einzige Durchquerungsmöglichkeit freizulassen. Das ist mehr wie unglücklich. Mehr als unglücklich. Ja, mal gucken, ob wir hier tatsächlich noch eine weitere Zivilisation entdecken. Und siehe da. Jayavarman der Siebte startet, glaube ich, jedes Mal, wenn ich eine Zivilisation, nein, wenn ich ein Spiel Civilization starte, auch seinen Computer, denn der ist gefühlt in jedem Spiel bei mir dabei. Deswegen, insbesondere, ist es eine Ehre, ihn kennenzulernen und die Gastfreundschaft nehmen wir gerne. Mahendraparvata ist die Stadt, die wir hier entdecken, sehr bevölkerungsstark. Aber die Khmer haben natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten, auf hohe Bevölkerungsanteile zu kommen. Und wir müssen gucken, dass wir hier eine. Na, die Delegation ist nicht wirklich wichtig, aber die Frage ist, was kostet uns eine offene Grenze mit ihm? Na, 13, das ist sogar noch günstiger. Was ist denn. Ah, der Hermetische Orden, da wollen wir natürlich hin, das ist schon mal gut. Tja, und Marktzivilisation mit vielen, vielen heiligen Städten, das werden wir nicht erfüllen. Und hoher durchschnittlicher Stadtbevölkerung sehe ich uns auch noch nicht so unbedingt. Deswegen sollten wir auf jeden Fall die Delegation schicken. Er ist auch mit Julius Caesar befreundet, seinem direkten Nachbarn. Insofern hoffen wir hier und schicken direkt die Bitte nach der offenen Grenze hinterher, um hier in keine Probleme zu kommen oder geraten. Wir sind potenziell befreundet mit Robert dem Ersten. Oh, und es ist ein Freudentag für ihn. Wir freuen uns mit Robert dem Ersten an. Haben alles in unserer Macht Stehende getan, um hier mit den Khmeren oder Khmeren befreundet zu sein. Und es stellt sich so langsam aber sicher die Frage, Washington, ist hier der nächste Siedler möglich? Oh, schaut euch das hier an. Washington sieht natürlich auch schon extrem cool aus. Wir müssen die nächste Stadt gründen. Keine Frage, schalten hier nochmal die Tags ein. Gibt noch viel zu tun. Ah, er ist ja auch. Ich hatte ihn schon eingestellt. Ja, okay. Und die Siedlerkarte ist sogar noch drin. Die lassen wir dann natürlich jetzt auch drin. Die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse, auf die sich die Menschen geeinigt haben.
So, wir könnten für plus 6 Wissenschaft die Naturphilosophie als neue Karte mit reinnehmen. Plus 100 Campusbezirk Nachbarschaftsbonusse. Die 5 Gold sind allerdings entscheidend. Die Produktion momentan ehrlicherweise auch noch. Und die Siedlerkarte lassen wir auch drin. Insofern muss das noch warten. Der Gouverneurtitel allerdings geht so ein bisschen Richtung Magnus. Warum? Pingala kann wechseln, denn seine Boni, Erforscher und Connoisseur, gelten für jeden Bürger in einer Stadt. Und insofern ist Washington mit seinen 4 Einwohnern nicht mehr die beste und erste Wahl, sondern St. Louis sehr, sehr bald. Und insofern glaube ich, dass wir hier wechseln. Wir ernennen Magnus, geben ihn nach Washington und damit wird Pingala zugewiesen nach St. Louis. Wir haben tatsächlich noch einen verfügbar, einen Gouverneurtitel. Ja, den lassen wir uns natürlich für die Geheimgesellschaft auf oder offen. Und die Verteidigungstaktiken geben uns gleich in einer Runde den nächsten Gouverneurtitel. Und dann haben wir zwei derer. Das ist gut, weil wir Magnus sehr schnell Richtung Vorsorge bewegen wollen, damit aus Washington heraus die Siedler ohne Bevölkerungsverlust generiert werden können. Und wenn wir das uns mal angucken, hier eine Stadt noch, eins, hier unten die zweite, hier die dritte, hier die vierte. Also das werden wir auf jeden Fall noch benötigen. Dann sind wir letzten Endes auch erst bei 9 Städten. Das ist noch nicht allzu viel. Und es wird sich zeigen, wo wir dann noch siedeln. Die Theorie besagt natürlich, dass wir hier im Westen noch Platz haben könnten. Wir wissen es aber natürlich einfach nicht. Was wir wissen, Elfenbein für ein Gold für 30 Runden von Jayavarman. Das machen wir natürlich an der Stelle möglich. Na schade, und hier müssen wir tatsächlich durch dieses wunderbare Schilf hier bleiben. Insofern genau dort stehen. Hier ist es echt ein großer Kontinent, den wir mit dieser Einheit hier freischalten werden müssen, beziehungsweise freiscouten werden müssen. Unser Speer, der hier parkt, wird mal tatsächlich Schottlands Norden erkunden. 13 Runden für den Siedler. Relativ langwierig. Muss man ganz einfach so sagen. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Ja, und da ist wieder Mausoleum von Halikarnassos möglich. Muss an einen Hafen im Besitz der Stadt angegrenzt werden. Wir haben noch keinen Hafen. Produktionsplus für defensive Gebäude über den Limes, die Militärkarte als auch die Bastionen. Beides momentan nicht notwendig. Neue Kriegsformen verfügbar. Wir sind aber damit erstmal ganz zufrieden. Ja, und entdecken hier tatsächlich. Ist es eine Möglichkeit durchzukommen? Nein, ist es nicht. Das Korallenluxusgute richtig weit draußen und nicht erreichbar. Und wir sehen, was wir nicht sehen wollten. Wir kommen hier gefühlt nirgendwo durch. Insofern muss der Krieger. Kann er hier langfahren? Wir gucken uns das in der nächsten Runde an. Ich glaube nicht, dass er da langfahren kann. Die Bibliothek in Charleston ist fertig. Stadt wächst einigermaßen gut. Nächster Bezirk ist auch möglich, weil wir auf einer Bevölkerung von 4 sind. Ihr wisst das, bei einem Bevölkerungspunkt ist ein zweiter Bezirk möglich, beim vierten Bevölkerungspunkt der nächste und so weiter. Das Problem ist, wir haben die Stadt noch nicht weiter beplant. Handelszentrum können wir hier gar keinen Bonus abgreifen. Insofern geht es wahrscheinlich auf den Theaterplatzbezirk, um hier nicht ins Hintertreffen zu geraten. Diplomatenviertel wäre möglich. Die Attraktivität für ein Schutzgebiet fehlt hier deutlichst. Könnten einen heiligen Städtebezirk setzen, aber da sehe ich nun wirklich keine Notwendigkeit momentan. Handwerker wären 7 Runden da. Wir haben hohen Produktionswert. Und letzten Endes gibt es hier mindestens 2 Möglichkeiten, die Stadt zu verbessern. Insofern gehe ich erst auf den Handwerker und dann tatsächlich auf den Theaterplatzbezirk. Ja, genau, und platzieren den letzten Endes auch schon, um die Produktion hier festzumachen. So, nachdem wir hier beides abgegriffen haben, ist die Frage, wollen wir Gesandte oder gehen wir strack vorwärts Richtung Allianzen? Der Feudalismus natürlich auch schön. Die Bauernhöfe sehe ich allerdings nicht. Also zumindest keine 6 Stück momentan. Es würde also noch sehr lange dauern. Boah, Maskat mussten wir richtig
übel hier abreißen lassen. 5 Gesandte von Robert dem Ersten. Und wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass uns hier das Luxusgut nicht flöten geht. Denn das ist dritter Ring. Und das müssen wir uns jetzt kaufen. Es kostet bittere 130, aber dieses Feld nicht zu besitzen, ist viel bitterer. Insofern gehen wir hier rein und es wird natürlich auch sofort bewirtschaftet. Das kommt noch hinzu. Aber wenn Robert hier noch mehr in Maskat investiert, ist dieses Feld äußerst wichtig. Insbesondere vor dem Hintergrund, als dass wir schon ein Kakao-Luxusgut haben und das gut handeln können, wenn hier der Handwerker entsteht in Charleston. Denn dann haben wir einmal hier den Steinbruch. Zeichnen das schon mal ein, was er zu tun hat. Dann Kakao. Blöd. Die Plantage gibt -2 Loyalität in der Stadt. Und hier auch nochmal eine Plantage. Und wir wissen nochmal von Abraham Lincoln, dass die Plantagen -2 Loyalität pro Runde geben. Aber noch ist alles gut, steigend 21. Vollkommen in Ordnung also an der Stelle. Gouverneurtitel ist da und wie gesagt, wir gehen in die Vorsorge. Und somit wird in Washington kein Bevölkerungspunkt verbraucht, wenn ein Siedler gebaut oder errichtet wird. Na, wobei errichtet, das klingt auch wirklich schlecht. Der Regierungsplatz gibt Gebäude frei. Dazu natürlich immer schön die Ahnenhalle. 50% erhöhte Produktion für Siedler. Neue Städte bekommen sofort den Handwerker. Ein Gouverneurtitel hinzu ist vielleicht die nächste Wahl. Es ist ein bisschen bitter, dass der Siedler jetzt vorher entsteht, aber er muss entstehen, damit wir hier weiter wachsen. Wir geben schon mal die Ahnenhalle rein. Widmungsbonus wurde ausgelöst. Haben noch sehr viele Runden Zeit, um 11 Zeitalterpunkte zu sammeln. Und gehen jetzt, ja, wir hatten geguckt nach den Gesandten. Maskat ist hier, wie gesagt, momentan durch. Breslau gehört uns. Ein Gesandter für Kumasi würde uns ein bisschen Plus an Kultur geben. Und Ayutthaya würde bedeuten, dass wir da tatsächlich souverän wären. Julius Caesar hat dort 2. Ist ein schöner Bonus. Wenn wir Gebäude fertigstellen, erhalten wir Kultur in Höhe von 10% der Baukosten. Und vor allen Dingen gewinnen wir dadurch sehr viel Sichtpotenzial. Ich bin gewillt, Amami nach Ayutthaya zu versetzen. Ja, und wir kommen relativ schnell hier zu den Gesandten. Wir gehen auf den Feudalismus. Einfach um Bauernhofmodernisierung plus eine Nahrung zu gewähren und die Leibeigenschaftskarte zu holen. Handwerker bekommen dann 2 zusätzliche Bauaktionen. Das ist wirklich gut. Bevölkerung der Stadt auf 10 gibt den Boost für die öffentliche Verwaltung. St. Louis braucht noch ein bisschen, aber... Oh, und vor allen Dingen Boston. Boston ist ja noch auf einem guten Weg hier oben. Sollte an der Stelle also auch passen. Wir gehen noch eine Runde weiter. Unsere militärische Stärke derweil übrigens nicht ganz mit den anderen Zivilisationen mithaltend. Müssen wir uns eingestehen. Wohnraum benötigt in St. Louis. Das kommt natürlich nicht überraschend. Der Kornspeicher fast schon wichtiger, damit die Stadt weiter wachsen kann. Der Handwerker wird hier nochmal ein bisschen verschoben. Wir kommen hier nicht wirklich weiter und gehen mit Boston wieder, mit der Galeere zurück nach Boston. Und wir müssen hier den weiten Weg nehmen und hier unten sehen wir schon Eis. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Vielleicht gibt es hier unten noch was zu entdecken. Und ansonsten werden wir warten müssen, auch mit diesem Schiff auf die Möglichkeit, Richtung Westen zu fahren. Gucken hier nochmal 1, 2. Oh, wir sehen hier sogar eine andere Zivilisation. Das ist wirklich bitter. Aber wie nah kann man sein? Wir werden es wohl oder übel erst erfahren, wenn wir sehr, sehr viel weiter sind in Sachen Kartografie. Und das dauert. Und dann steht schon wieder die nächste Runde an. Wir kommen gut voran. Ich lade euch recht herzlich ein, die nächste Folge zu schauen. Hier mit Abraham Lincoln haben die Khmer kennengelernt und sind auf dem Weg zum nächsten Siedler, der natürlich in naher Zukunft keinen weiteren Bevölkerungspunkt mehr aufbrauchen wird. Freut mich also sehr. Und dann werden wir gucken, dass wir hier Petra gründen in einer Stadt, die es durchaus mit Schutzgebieten zu tun bekommen kann, was ja auch mal was Abwechslungsreiches für uns wäre. Wünsche euch eine
angenehme Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Splinter und Abraham Lincoln. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.